nahezu nichts zu sagen. Ja, es gibt also ein ausdifferenziertes Set an Großgruppenmethoden, die gemeinsam haben das Prinzip behalten, the whole system in one room. Das heißt, dass man in einem bestimmten System, beispielsweise in einer Kommune oder beispielsweise in einem Gefängnis, versucht also aus jedem Eck dieses Systems Repräsentanten zusammenzubringen und mit ihnen dann gemeinsam was zu erarbeiten, also nicht nur Austausch zu pflegen, sondern auch zu Ergebnissen zu kommen. Also ich habe heute am Vormittag schon Beispiele kurz angedeutet. Das eine war eine 2,5 Tage dauernde Zukunftskonferenz in der Justizanstalt für Jugendliche Gerersdorf gemeinsam gegen Gewalt, wo im Vorfeld also alle Profis, also vom Anstaltsleiter über die Justizwachebeamten bis zu den Psychologen und Sozialarbeitern gesagt haben, die halten das nicht durch länger als einen halben Tag und das wird nichts. Und wo sich dann, ich überspringe jetzt sehr viel, also nach solcher Vorbereitung gezeigt hat, dass sich also die Burschen, die Inhaftierten sehr engagiert eingebracht haben, während die Profis also eine längere Anlaufzeit gebraucht haben, um sich dann auf das Wagnis einzulassen, auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren. Und ich meine, und das ist jetzt so mein Appell also an Sie, an Profis oder Profis, die im Begriffe sind, es zu werden, haben Sie durchaus die Bereitschaft, sich auf Settings einzulassen, wo Sie das vertraute Terrain Ihrer professionellen Rolle verlassen und wo Sie sich also mit Betroffenen, Klientinnen, mit wem man sie auch arbeiten, dann auf gleicher Augenhöhe und einer externen Moderation anvertraut, damit beschäftigen, wer welche Betroffenheiten hat und wie wir gemeinsam was entwickeln könnten. Ein anderer Anwendungsort für Großgruppengeschichten ist der kommunale Sektor, wo man internationale Erfahrungen gemacht hat. Und wo man sich vor Augen führen muss, dass man es, wenn man auf kommunaler Ebene arbeitet, man es also mit zumindest drei relevanten Teilsystemen zu tun hat. Das eine ist die Politik. Und die Politik ist ein Bereich, wo man gewohnt ist, Dinge informell zu regeln. Also was in einer Gemeinderatssitzung wirklich geschieht, das wird vorher im Extrazimmer oder in einem Büro unter 4, 6, 8 Augen vereinbart. Und diese formellen Zusammenkünfte haben halt einen eher rituellen Charakter. Und insofern, wenn man sich an Politik andocken will, muss man genau dieser Informalität Rechnung tragen und im Vorfeld von solchen Großgruppenereignissen in informellen Kontakten versuchen, also Vertrauen zu schaffen und das berühmte Commitment zu erzeugen. Das zweite relevante Teilsystem ist die Gemeindeadministration, die also ja, mehr oder weniger nach bürokratischen Gesichtspunkten funktioniert, also die das Bedürfnis hat, Dinge in geordneten, geregelten Bahnen zu haben unter Respektierung der Hierarchie. Und auch hier ist der Weg, dass man informelle Kontakte pflegt und im Vorfeld einmal Vertrauen stiftet und auch die Grenzen und Möglichkeiten, also beispielsweise eines Stadtamtsdirektors, auslotet. Der dritte Bereich ist also, sind die zivilgesellschaftlichen Akteure, für die solche Großgruppenveranstaltungen, insbesondere dann, was ja sinnvoll ist, sie nicht isoliert in der Wiese stehen, sondern angehängt sind in längerfristige Projekte. Natürlich eine Möglichkeit, das was ihnen am Herzen liegt, nämlich persönliches Engagement zu betreiben, Initiative zu ergreifen. Also für die sind dann solche Veranstaltungen genau das, was sie eigentlich wollen. Und die Herausforderung besteht weniger darin, dass man so eine Veranstaltung dann gut moderiert und das vorher gemeinsam entwickelte Design dann auch sozusagen über die Runden bringt, sondern die Herausforderung liegt darin, dass man einerseits im Vorfeld in informeller Form
diese verschiedenen Akteure ins Boot holt und andererseits sich dabei aber nicht so verliert in mikropolitischen Taktiken oder zu sehr vereinnahmen lässt, also von der Bürokratie oder auch nicht zu sehr von einzelnen Initiativen vereinnahmen lässt. Ja, das ist eigentlich so meine Botschaft zu dem Thema. Das heißt, ich brauche so verschiedene Formen von Professionalität. Ich brauche Professionalität im Projektmanagement, Organisationsentwicklung, Veranstaltungsmoderation. Ich brauche aber auch Professionalität, mich an sehr unterschiedliche Teilkulturen und nicht sozusagen Subkulturen andocken zu können, deren Operations- und Kommunikations- und Entscheidungsmodus zu verstehen, zu begreifen und dann in einer Weise, wo man den eigenen Auftrag nicht aufgibt, sich da anzudocken. Ein Problem, das Sie wahrscheinlich auch, also in einer anderen Form und einem viel komplexeren Setting laufend erleben. Ja, das wäre so. Ich wollte kurz also vom anderen Ecker zur kriminalpolitischen Initiative sagen, aber ich weiß nicht, ob das da jetzt noch Platz hat und ob das. Solange da so ein geduldiges Volk sitzt, das keinen Widerspruchsgeist hat, geht relativ viel, aber ich würde gerne zu dieser großen Geschichte noch etwas sagen. Jetzt sind Gefängnisse ja keine zu den besten untersuchten sozialen Settings und so, das ist immer sehr, sehr günstig. Das sind alle zusammen, können nicht aus, die können nicht davon rennen. Insofern kann man auch seine Zukunftskonferenz gut machen, was haben die Leute für Alternativen, was daran teilzunehmen. Jetzt, wenn ich nicht so ein geschlossenes Setting habe, sondern ein anderes Setting, jetzt nehme ich einmal an, sozialen Platz, wir arbeiten da zusammen, da haben wir plötzlich ganz ein anderes Setting, das ist sozusagen ein flüchtiges Klientel, das ich nicht bei der Hand habe. Ja. Wie kann ich da sowas machen? Wie könnte da sowas gehen? Ja, zum einen ist es ja so, dass gerade weil das Gefängnis also ein geschlossener Laden ist, es durchaus also erfolgreiche Taktiken gibt, innerhalb des Gefängnisses sich zurückzuziehen. Also das heißt auf gut Deutsch, wenn da jederzeit jeder sagen können, ich gehe. Ja. Und der hätte nicht aus der Ausstatt rausgehen können, was es sondern von der Geschichte. Trotzdem gebe ich dir recht, wenn also die Leute selber die Entscheidung treffen müssen, sich von ihrer Wohnung zum Veranstaltungsort zu bewegen, dann ist das eine zusätzliche Herausforderung. Diese Herausforderung muss man durch entsprechende Vorbereitung bewältigen. Das heißt, man arbeitet dann immer mit einer Vorbereitungsgruppe, wo zum Beispiel also dann Stadtteilbewohner dabei wären und wo man mit ihnen genau das auch zum Thema macht, wie kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass nicht nur zumindest ausreichend viele kommen, sondern dass die auch dort bleiben und wie kann man die erreichen. Und in dieser Form von Co-Design gelingt es dann nach meiner Erfahrung ganz gut. Und zumindest so gut wie bei Professionellen, die dann ja womöglich ihre Termine und sonstigen Verpflichtungen haben. Aber da muss ich mir jeweils einen Großgruppenmoderationsguru holen, der mir das macht. Oder? Ist ja nicht unbedingt einen Profi, sondern ich war in Holland, ja, mit diesen Eigenkrachzentralen. Die machen das mit Ehrenamtlichen, aber da ist ein ganz anderes Boden, sage ich mal, da. Ja, also ich habe jetzt alles so das Gefühl, das, was Sie geschildert haben, ist eine super Initiative, aber es ist die Frage, fällt es wirklich auf fruchtbaren Boden oder was würde sein, wenn Sie zum Beispiel wegziehen oder in ein anderes Land gehen, würde das dann noch weiter bestehen? Ja? Ist der Boden wirklich so da, dass das heut und dass das weiterhin wächst? Ja? Da sage ich jetzt von Holland her, die haben eine ganz andere Einstellung zu Bürgerinitiativen und Bürgerbewegungen.
Da gibt es zum Beispiel eine Fülle von Ehrenamtlichen, die eben so Koordinatoren sind, die genau solche Prozesse, Moderationsprozesse dann anleiten können. Da können die Bürger sagen zum Büro gehen, hey, ich habe ein Problem mit dem Nachbarn oder ich habe das und das, ich brauche da jetzt eine Konferenz, ich brauche da jetzt einen Plan. Und das ist sehr spannend. Aber in Österreich, glaube ich, braucht es was. Und meine Frage ist, wie entwickeln wir uns zu einer Gesellschaft, die sozusagen Inklusionsprozesse als selbstverständlich betrachtet? Da gibt es jetzt ein paar Worte. Bitte. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist das Hinterfragen, nicht gefehlt, also mir nur aufgefallen, das Hinterfragen der Rolle der Professionisten, also der Haltung, weil Sie jetzt angesprochen haben, Empowerment, und das ist irgendwie nicht so vordergründig oder es funktioniert nicht so. Ich denke, es ist wichtig, dass sich die Professionisten auch fragen oder ja, ob ich einen Teil meiner Herrschaft abgeben will und kann. Weil ich spreche auch von mir, also ich komme aus dem Behindertenbereich und da ist auch gerade eben Mitbestimmung und Selbstbestimmung gerade, also diese Prozesse gerade sehr ein Thema. Ja, dass man auch hinterfragt, wie diese Settings organisiert sind, ist es auch eine Frage an Sie, ob in diesen Expertenkreisen, ob da nicht die Möglichkeit auch bestünde Betroffene so als gleichwertige Partner ins Boot zu holen. Ne? Und nicht jetzt, ich weiß nicht, ob ich es nicht falsch verstanden habe, extra ein Grillamt machen oder dass man das irgendwie auslagert in soziale, auf die soziale Komponente, aufs Zusammensein, sondern wirklich, dass man sie ins Boot holt zur Erarbeitung. Ob das versucht wurde? Das ist jetzt eine Frage. Warte ein bisschen. Ja. Bitte. Das war ehrenamtlich, hat mich dazu bewogen, ja, wieder einmal da ein bisschen zu hinterfragen, warum Sozialarbeit ehrenamtlich sowas machen soll oder tut. Ja. Nein, ich war jetzt sozusagen bei diesem Modell vom SMZ in Graz-Lebenau und da gibt es 4 Sozialarbeiterposten. Ja, die arbeiten ja dort sozusagen. Ja, also Zwei für dieses Projekt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. Wo sind alle anderen Kommunen, die so etwas finanzieren? Ja? Jeweils in der Größe der Bevölkerung. Ja. Also seitdem ich in der Sozialarbeit bin, gibt es Posten, die in dieser beamteten Sozialarbeit angesiedelt sind, die gibt es am allermeisten. Ja. Aber politische Sozialarbeiter ja, oder Grätzl-Kommunikatoren oder wie immer man das nennen will, das passiert dann sozusagen in der Freizeit. Da muss man dann sich politisch engagieren, da muss man ehrenamtlich was tun, selbst in der Berufsgesetzfrage muss man sich ehrenamtlich engagieren. Warum ist das in Österreich so? Also schon langsam stelle ich mir wirklich diese Frage, weil es absolut, weil ich glaube, dass das woanders anders ist. Eben auch in den skandinavischen Ländern. Ja? Und auch in Deutschland. In Deutschland ein bisschen, ja, ein bisschen, aber nicht sehr. Gibt es da irgendeine Bestrebung von Seiten der Politik? Also, weißt du da was? Ja? Also von bezüglich der Ströme, dann hat es vielleicht noch was sagen können. Also die Einkraft-Konferenz etc. beobachten wir ja sehr genau. Wir stehen bei diesen Geschichten am Anfang. Auch die soziale Arbeit muss ich dazu sagen. Nicht nur die Politik. Wir gehen jetzt überhaupt nicht auf die Politik am Schirm. Null. Ja. Wenn ich denke, dass wir in Österreich seit weil zu 100 Jahren Sozialarbeitsausbildung betreiben und seit 10 Jahren im Hochschulsektor und dass wir uns bisher nie beschäftigt haben mit der Frage Einbeziehung von Betroffenen, Mensch, Lehre etc. Das war nie Thema, völlig absurd. Wir fangen jetzt damit an. Seit einem Jahr reden wir drüber, oder 2 Jahre haben wir es, glaube ich, offiziell bei uns als Zielsetzung für die nächsten Jahre, dass wir da unbedingt das aufbauen müssen. Wir sind sehr spät drauf gekommen und wir haben null Erfahrungen bisher dazu, gar nichts. Wir wissen, es ist ein ziemlicher Weg und wir machen das in einem staunenden Umfeld. Das ist nämlich nicht nur bei uns, sondern eben auch sonst vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen diese Praxis nicht gibt, diese Erfahrung nicht gibt und diese Kultur nicht gibt.
Ja, perfekt. Da widerspreche ich ein bisschen. Also für mich gibt es einen Paradigmenwechsel zur systemischen Sozialarbeit Anfang der 90er Jahre. Ja. Also da gibt es eindeutig die systemische Orientierung, ja, soziale Netze einzubeziehen. Das Einzige, was jetzt radikaler wird, ist, dass wir sozusagen unsere professionelle Herangehensweise mit Macht, ja, hinterfragen. Also das ist der Punkt, der jetzt ganz neu ist, dass wir sagen, ich bin der Problemlöser, ich interveniere, das lernen wir, das haben wir ja Profis, wir sind Problemlösungsprofis und Sozialarbeiter. Aber jetzt kommt der Schritt, dass ich sage, radikal systemischer, ich überlasse dem sozialen Netz viel mehr Verantwortung für die Problemlösung und ziehe mich eigentlich als Facilitator ein bisschen mehr zurück. Nur ein kurzes Ding. Ja, kann ich nicht ganz zurückziehen, sondern ich muss nicht auch ganz, Ort aber Professionalität. Ja, ja. Und die Sache ist nicht völlig neu, stimmt, es gab Ansätze, das ist, ihr baut es ja auf einer Euch-Geschichte. Nicht? Selbst, ihr seid, woher ihr kommt, kritische Medizin, 70er Jahre Geschichte etc., Gemeinwesenorientierung, ebenfalls, also haben wir hier ja auch eine Tradition. Also, es ist nicht ganz neu, aber es kommt in neuen Formen und es hat sich nie verbreitet als Selbstverständlichkeit. Wir probieren es wieder. Christine, du bist dran. Ja, ich glaube, also wenn ich es richtig verstehe, sind es zwei unterschiedliche Rollen. Diese anwaltliche Rolle ist eine, doch in gewissem Maße eine Stellvertreterrolle, anders als das Zitat, das die Michaela Moser heute gebracht hat, mit mischlich, also sozusagen Demokratisierung ist, wenn du deine eigenen Angelegenheiten nimmst. Und ich kann das gut nachvollziehen, bei den Armutskonferenzen ist das oft, die Armut organisiert sich nicht. Das ist ein Phänomen, dass die sich eben vielleicht eh mit der These, die auch die Michaela Moser gebracht hat, dass es nicht proud ist, to be poor. Und diese Idee, dann stellvertretend was in Gang zu setzen, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, dennoch ist es was anderes, als dieses die Verantwortung komplett zu übergeben, was im Zwangskontext oder in der totalen Institution spannend wäre, zu sagen, organisiert euch euren Leben selber. Klar, also ihr bleibt eingesperrt, aber wie seid ihr das organisiert, organisiert es euch selber sozusagen. Also das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Rollen und ein bisschen ist mir bei dieser, ich kenne diese Situation in Graz nicht, aber diese Zwangsräumungen der Roma, die jetzt aller Orten sind, also da hätte ich mir das gewünscht, sozusagen, wenn es da anwaltliche Funktionen gibt, ne, die das auch ein Stück übernehmen können. Ja, das ist ja. So, Gustav, du warst angefragt, bitte eine kurze. Ich wollte sagen, also unsere Erfahrung ist, dass es ein extrem langsamer Prozess ist. Das heißt, es geht über Jahre und Jahrzehnte. Und das, was ich jetzt erlebe, ist ja, dass so eine Projektkultur entsteht. Das heißt, man macht was ein, zwei oder drei Jahre und dann ist es aus. Die tollsten Netzwerke zerfallen und die Leute fühlen sich zum Teil, ja, man kann sagen, verarscht auch zum Teil, weil jetzt zieht das Projektteam wieder weiter, ne? Und hinterlässt hoffentlich Positives auch oder gar nichts. Ne? Oder einfach Illusionen, die zerstört sind. Und die Leute brauchen Akteure vor Ort, denen sie vertrauen können aufgrund ihrer Präsenz vor Ort. Weil ich kann mir zum Beispiel, das ist halt meine Idee, ich kenne Kollegen, die mit dem als Ärzte nichts anzufangen wissen, aber der Arzt ist der vor Ort, der hat halt sein Leben dort so organisiert, dass er dort ist und bleibt, bis er in Pension geht normalerweise. Und der ist wer, so wie die Pfarrer zum Beispiel, halt eine Einrichtung sind, die halt dort sind und dann Sozialkreise organisieren oder wie natürlich auch Bezirksräte und Politiker da sind und die Schulen da sind und die Kindergärten da sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel gegen diese offiziellen und lang fest verankerten Institutionen nichts machen, sondern ich muss mich mit denen in irgendeiner Form arrangieren, verbünden, dann funktioniert es. Ich kann nicht gegen die Schulen und gegen das Magistrat oder so agieren. Und das sind so langsame Prozesse. Und da muss man dann irgendwann sein eigenes Ungestüm einbremsen und sehen, da geht in 20, 30 Jahren vielleicht was weiter. Und da muss man selbstkritisch sein. Also ich habe das Selbstkritische auf das bezogen, dass ich sage, in einem Projekt sage ich dann schnell was, es ist ein Empowerment-Projekt. Und ich sage, ich mache einen Brunch. Wir organisieren einen Brunch und es kommen Leute und wir erfahren dann 5 Jahre später, dass sie zum Teil wegen uns kommen, um unseren Erfahrung zu tun. Und wir haben gedacht, wir empowern sie.
Aber, und dann gibt es diese radikalen Ideen zu sagen, das möchte ich natürlich auch, dieses Poor and Bride oder so. Die Ärzte haben das auch gehabt, so Patientenkollektiv Heidelberg. Nicht? Die Kränkersten sollen sich organisieren und die sprengen das Gesundheitssystem. Das war eine völlig illusionäre 60er, 70er Jahre Idee. Also von dem sind wir eh entfernt. Aber dieses Wechselspiel zu sagen, wann kann ich jetzt zurücktreten und loslassen zum Beispiel. Aber ja, ich kann nur sagen, das Beispiel von, dieser, ja, von diesem Deeskalationstreffen, das war gut. Das ist ein einzelnes Treffen gewesen, das hat bewirkt, dass die Leute plötzlich sagen, aha, jetzt funktioniert das Schloss wieder in unserem gemeinsamen Haus, der Müll wird wieder eingeräumt und jetzt habe ich wieder, sage ich wieder, das ist ein guter Ort, wo ich jetzt wohne. So haben irrsinnig viele Leute gesagt, sie wollen wegziehen. Ne? Jetzt sagen sie, aha, die Haustür wird wieder verschlossen, repariert und jetzt organisieren, die alte Frau hat wieder gesagt, jetzt räume ich den Müll ein, das was daneben, die Kinder daneben fallen lassen, räume ich eh jeden Tag aus. Ich habe seit 5 Jahren das nicht mehr gemacht. Aber weil wir jetzt zusammensitzen und viele Leute gute Ideen bringen, mache ich es wieder. Und das muss man immer wieder wiederholen. Das ist ja ein soziales Lernen, das muss ja auf Wiederholung passieren. Was ich meint habe, dass man aber das dann auch in eine höhere Ebene bringt. Ich nenne es jetzt mal höhere Ebene. Dieses Mitmachen und irgendwie sich auch als gleichwertig erleben und nicht immer. Ja, ich meine, diese Leute erleben sich, oder wie auch andere Leute, die Betreuung genießen, als nicht gleichwertig. Ne? Und vielleicht schafft man das nicht nur, indem man auf einer Ebene weiter unten, da können sie mitmachen, gleichwertig, selbst organisieren. Aber wenn es jetzt wirklich um Entscheidungen geht oder um Planungsfragen, ist es oft dann nicht möglich. Ich meine, klar, das Hilfesystem ist so ausgerichtet und hat ja auch eine politische Tradition, dass das dazu kommt. Ne? Aber wenn man nicht irgendwie unten beginnt, kommt man wahrscheinlich nie zur Systemänderung. Ich wollte, weil ich auch Juristin bin, einfach im Anwaltlichen noch ein bisschen die Lanze brechen. Eine anwaltliche Tätigkeit beruht immer auf einem Mandat und ich war sehr, sehr lange in der gesetzlichen Vertretung tätig. Es ist also die Rechtsordnung jedenfalls in Österreich auch nicht so konzipiert, dass eine gesetzliche Vertretung von erwachsenen Menschen sozusagen jenseits eines Mandates existiert und sozusagen eine von der Person unabhängige Stellenvertretung implementiert. Ja? Ich wollte eben die Funktion beschreiben als etwas, was ein Mandat braucht. Und ich meine, ein Normalbürger nimmt sich einen Rechtsanwalt, wenn er zu einem bestimmten Bereich keine Fachkenntnis hat. Und das braucht ein Mandat, ja, einen Auftrag. Bitte. Ja, es ist die Frage der Selbstorganisation angesprochen. Und Selbstorganisation heißt für mich nicht im sozialen Kontexten, dass die von alleine läuft, sondern die braucht, damit sie gelingt, bestimmte Voraussetzungen. Das sind zwar nicht so rasend viele, aber doch sehr wichtige. Das erste ist, es braucht eine gemeinsame Idee. Das heißt nicht, dass alle alles voll unterschreiben müssen, aber einen gewissen gemeinsamen Boden benötigt es. Ne? Das zweite ist, man braucht also eine gewisse verbindliche Zeitstruktur. Wurscht, ob man jetzt eine einzelne Veranstaltung macht oder einen längeren Prozess. Und das Dritte, man braucht also auch entsprechende Orte und die Verknüpfung Zeit und Ort. Und man braucht personelle Repräsentanten, die die Selbstorganisation sozusagen tragen und halten, also auch eine gewisse Sicherheit geben. Und man braucht auch so erforderliche Art von Krisenmanagement. Und das ist eine professionelle Dienstleistung, wo ich glaube, dass man dazu eine entsprechende Qualifikation braucht. Ich meine, ob das dann, in welchem Umfang das bezahlt wird, das ist so eine Geschichte, oder eine ganze Menge Großgruppenarbeiter sagen, zumindest einmal im Jahr mache ich was umsonst oder gegen Spesenersatz oder zu einem Fünftel von meinem Tagsatz oder wie auch immer. Aber es braucht auch hier Professionalität und es wurden ja hier schon verschiedene professionelle Rollen und ihre Chancen und Tücken angesprochen. Ich glaube, es muss auch diese Rolle, solche Selbstorganisationsprozesse zu
zu halten, ihnen einen Rahmen zu geben, abgetrennt sein von anderen Rollen, weil sonst führt das für alle Beteiligten zur Verwirrung. Ja. Hast du was dazu sagen? Verstanden worden. Ich habe nur das holländische Beispiel gebracht, als eine Gesellschaft, für die das selbstverständlich ist, dass Bürger den Bürgern helfen, sozusagen sich so, also dass die meiner Erfahrung nach wirklich da weiter sind, demokratisch, also ist weniger autoritär, ja, genau. Demokratisch damit umzugehen, mit den Problemen, die sich vor Ort ergeben. Und dadurch sozusagen also auch die viele negative Erfahrungen der Klientel, ja, mit professioneller Sozialarbeit dadurch nicht auftreten, wenn dann ein nicht professioneller Sozialarbeiter, also Koordinator, zum Beispiel solche Konferenzen macht. Ja. Aber das ist sozusagen jetzt nicht eingebettet in der klassischen Sozialarbeit. Nein, aber es ist nicht beliebig transferierbar. Das sind sehr, sehr lange Kulturen, also ein langes Selbstverständnis vom Gemeinwesen. Wie wäre man eine demokratische, geschichtliche Gründe, und das ist in USA und den Niederlanden in einer ganz anderen Form ausgeprägt als in Österreich, wie weit man kommen, weiß ich nicht, machen. Nein, ich wollte nochmal zurückkommen, weil ich glaube, dass diese Beispiele sich sehr schön unterscheiden, dass der Brunch ganz was anderes war als diese Deeskalationstreffen. Ne? Beim Deeskalationstreffen einen Anlass geben, ein Mittel, das hinige Schloss und das Wegziehen wollen und was weiß ich was. Und da hat sozusagen dann in diesem Sinne auch das Mandat gegeben, nämlich diesen Auftrag, oder es wurde angeboten und dann hat es den Auftrag gegeben, machen wir was. Beim Brunch hat es ein bisschen so den Charakter, wir, die wir uns da bemühen wollen, euch aktivieren. Also so ist es angekommen. Kann sein, dass das auch entstanden ist aus einem längeren, was kann man denn machen? Der Anfang war Kaffee. Das ist so das, was mir entspricht oder was Ihnen vielleicht entspricht. Und der Kaffee hat überhaupt nicht funktioniert, weil niemand wollte einen Kaffee trinken. Ja. Ich habe gesagt, Kaffee, das ist nur das Lockmittel, das Zuckerl, das man kriegt, damit, dann wollen sie mit uns reden. Ja. Der Brunch hat so viel Aktivität. Das klar war, wenn ich Brunch organisiere, da habe ich zwei Stunden zu tun und brauche nicht unbedingt von mir was erzählen und mich offenbaren und so. Und das hat funktioniert. Und wir haben es am Anfang nur einen Monat gemacht und die Leute wollten dann tatsächlich jede Woche, weil sie gesagt haben, das taugt uns. So, eigentlich ist unsere neu definierte Zeit jetzt wieder zu Ende. Und jetzt kommen noch ein paar eigentlich. Machen wir mal zusammen. Wir hätten noch ein Element ja vorgesehen gehabt, das, wie gesagt, personell da nicht zustande gekommen ist, nämlich wir wollten Ihnen ein bisschen was erzählen von einem nicht heroischen Organisationsentwicklungsprozess, den wir sozusagen gerade seit eineinhalb Jahren versuchen, der im Wesentlichen damit begonnen hat, dass man eine Lösung gewusst hat, nämlich wir bieten für Mindestsicherungsbezirk das Management an, und die erste nennenswerte Erkenntnis nach Beginn des Prozesses war das, dass das sicher nicht rauskommen wird, ja, sondern dass man dann ganz etwas anderes machen muss, das Management schon, aber für anderes Klientel und so weiter. Und so fort. Das hätten wir Ihnen gerne noch vorgestellt, stellen wir Ihnen jetzt nicht im Detail vor, weil wir das einmal gesagt haben, das wäre jetzt noch so das Ergänzende gewesen, nämlich die Frage, wie geht man in einem Amt, in einer klassischen Behörde um mit veränderten Rahmenbedingungen und mit dem Versuch, unter diesen veränderten Rahmenbedingungen soziale Arbeit neu, punktgenauer, besser zu organisieren. Ja, ich wollte einen Vorschlag, eventuell, wenn die Weise knapp ist und das
jetzt ganz kurz nur vorstellt oder was dazu sagt, dass wir unten in der Pause, falls irgendjemand Fragen hat, so wie es uns geht, mit diesen Veränderungen im Amt einfach anmelden kann, dass wir unten so eine halbe Stunde an die Bildschirm führen stehen. Ja. Ich bin zum Beispiel die Fragen lang, dass einfach wenn jemand Fragen mag, irgendjemand so die Gesetze nicht sehr fair. Das heißt, danke für dieses Angebot. So, dann geht noch darauf. Haben wir hingewiesen und der Wolfgang Gatz hat noch so viel, hat er gesagt. Ja, nein, ich glaube, was für mich auch im Raum schwebt, ist sozusagen die Frage, was ist Teil meiner professionellen Tätigkeit und inwieweit ziehe ich da eine scharfe Grenze und sage, in meiner Freizeit mache ich was ganz anderes oder inwieweit habe ich die Position, ich habe meinen Job in einem bestimmten Feld als Professionist. Und in meiner Freizeit bin ich nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr und auch nicht bei der Blasmusikkapelle, sondern gehe das, was mich professionell interessiert, zivilgesellschaftlich, mit einem anderen Fokus, anderen Freiräumen zusätzlich an. Und das muss jeder für sich entscheiden und hängt vielleicht auch von der Lebensphase ab. Ich persönlich habe viel davon profitiert, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich bin eben kein Feuerwehrmann, sondern ich schaue, dass ich das, was mich beruflich interessiert, dass ich mich dann von einer anderen Seite her in einem anderen Stil, also dann zivilgesellschaftlich auch annähere. Ja, Herr gut, ja, vielleicht im Anschluss daran noch. Ich denke, der Widerspruch löst sich in dem Moment auf, wo ich frage, wie viele Leute brauchen wir für das allgemeine Wohlergehen und die gegenseitige Aufmerksamkeit in dieser Gesellschaft. Und dann ist eh klar, dass man das über Profis nicht abwickeln kann. Also, dass der Herr Jonas auch sinnvoll ist, um das professionelle Selbstverständnis mit aufzunehmen, dass es günstig ist, viele, viele andere Leute auch zu finden und die eventuell auch dazu zu befähigen, dass sie bestimmte Aufgaben übernehmen in der Nachbarschaft, im Gemeinwesen, bei der Konfliktregulierung, wie auch immer. Und das wäre auch ein Schritt zu einer Stärkung von Selbstorganisation in einer demokratischen Gesellschaft. Ich danke für Beteiligung, Aufmerksamkeit. Euch und euch für Dasein.